Okay, alles klar. Dann musst du lachen. Mit einer Krake, mit einem Oktopus. Acht ja, Arme, okay, deswegen ja. So halt eben. Gut, Dankeschön. Ja, ich hab's versucht, ne? Mhm. Ja, okay, tschüss. Ich hab's versucht. Ja, bitte. Sprechen Sie jetzt. Ja, hallo. Hallo. Ja, bitte, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Die hallo? Leitung hallo. Läuft heiß. Ja, bitte. Für alle Blinden, ihr könnt ja auch anrufen 464-00533, wenn ihr das unten nicht lesen könnt. Wenn ihr die schärfsten Leute im deutschen Fernsehen sprechen hallo? Wollt. Ja, ganz kurz, einen Augenblick. 464-00533 für alle Blinden. Sprich. Hallo? Ja. Jetzt haben wir mal so ein nettes ja, bitte. Ihr habt, ja. Ja, hier ist Fritsche. Jo, Fritsche, what's up? Ich schlafe immer vollkommen ein beim Reden. Aha. Ja, ich wollte noch jemanden grüßen. Mhm. Lass mich warten. Du wirst Ingo aus Marzahn grüßen. Ich grüße Ingo aus Marzahn. Jawohl. Ja. Okay. Und der kriegt von mir einen aufs Maul das nächste Mal. Mhm. Sehr gut. Ja. Wofür? Ja, und okay, das war's schon, ja. Okay. Okay, tschüss. Bilder bitte ans Forum schicken. Danke, tschüss. Ja. Ja, Leute, wir haben ein Forum. Ihr könnt ein Forum, Salmonellenforum, OKB-Forum, vom Allerfeinsten. Tragt euch ein, werdet Mitglied. Mit Russen Alex, mit Magen Mandy, mit Max Hardcore, mit Chefkoch, alle sind dabei. Und natürlich der Hund, den wir nochmals ganz lieb grüßen. Genau. Dafür, dass er auch dieses Forum da gegründet hat. Ja, bitte. Ja, Micha aus Wuppertal ist hier. Hallo, hey. Micha aus Wuppertal. Wuppertal ist übrigens da, wo die U-Bahn an der Schiene hängt, wo genau. Nicht drauf fährt. Genau. Ja. Hier, sag mal. Was seid ihr jetzt eigentlich für zwei Eierköpfe? Wir sind die allerschärfsten Eierköpfe überhaupt. Ah. Schärfsten, ihr seid die kleinsten, smiesigsten Türken. Wir sind die geilsten, Alter, weil während du weg bist, machen wir mit deiner Freundin. Sehr gut. Ja, bitte. Sehr gut, hallo, du bist durch. Du hast gesagt, ah. Was da los? Ich hab gerade Pupu gemacht für euch, ja. Schön. Ja. Und jetzt gehst du Bubu, oder? Pupu. Ja, Pupu. Und nach dem Pupu alles gehst du Bubu? Ich mag es doch. Ich weiß es doch, dass der Dicke sich ganz gerne mit Pupu einreibt. Ja, so ein bisschen. Im Winter. Ist schön warm so. Nein. Doch? Mach das immer. Nein, im Winter. Ich kack dir. Ja. Lass ihn, der ist okay, der ist okay. Ist er. Erzähl mal was aus deiner Kindheit. Aus meiner Kindheit. Seit ich klein bin, kacke ich auf Alex. Ja, seit ich der kleine Thomas, wie geht's? Früher war ich der Jonas. Ja, und ich habe keine Freunde. Ja, das und merkt man. Ich möchte mit euch befreundet sein. Du kannst unser Freund sein für ja, 10 Euro im Monat. Ich da haben wir einen kleinen Ausschluss. Ja, bitte, ja. Ich will das aufnehmen. Ja, genau, nimm mal als Klingelton, machen wir den. Genau. Jetzt das hat er aufgelegt, du bist ja ein Eiernacken. Ja, kaum gibst du den Leuten nach. Also wirklich, ey. Ja. Ich bin sehr dafür, dass Micha aus Wuppertal sich nochmal irgendwo hin so in irgendeine Leitung schmuggelt. Ja, bitte? Hallo? Ja, hallo, hier ist Lumpi. Hallo, Lumpi. Ja, ich hab mal sagen, hier in Berlin. Entschuldigung. Ja, in Berlin halt. Hier die ganzen Tierheime, ne? Ja. Die alle völlig unterbesetzt. Das ist ziemlich paradox, weil im gesamten Berliner Raum, da sind ja immer, da sind ja genug Tiere, zum Beispiel Kreuzberg, Neukölln. Immer die ganzen Tiere. Ja, bitte? Ja, einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Ingo. Ingo! Ja, alle klar bei euch? Ja, das Ingo? Ist der Ingo. Ist Ingo aus Marzahn, Ingo? Oder? Genau, ja, ich bin der Ingo, genau, der aus Marzahn. Okay. Bevor ich euch immer. Ingo, warte, lass mich doch kurz raten. Du willst doch bestimmt jemanden grüßen und jemanden etwas ausrichten. Ja, nee, und zwar, der Fritsche ist bei mir eh unten durch, also ja. Das hat sich schon erledigt, ihr habt vor ein paar Wochen, weil er da irgendwas meinte von wegen mit, einfach bloß im Forum reingucken, dann wisst ihr schon, um was das geht. Machen wir. Wollt er sich heute Abend nicht irgendwas abschneiden? Ich wollte euch eigentlich erstmal nur fragen, was habt ihr zu Ostern schön gemacht? Weil der Fritsche, der wird sich ja dann so dermaßen ärgern, wenn ich euch frage wieder, was habt ihr zu Ostern gemacht und so stimmt, weiter und ja, so fort. Wir sollten darüber ausführlich diskutieren. Und genau. Mehr über Big Brother reden. Nee, erstmal über Ostern. Big Brother und Uri Geller vielleicht nochmal. Nee, ja, stimmt. Glaubst du an Löffelbiegen? Meiner Meinung nach ist das der größte Schwachsinn überhaupt. Naja, da gibt es wohl so eine Substanz oder so, die reibst du immer kurz rauf auf den Finger und dann rubbelst du ein bisschen und dann wird der irgendwie dann, weich, der Löffel, halt gehört. Glaube ich jedenfalls. Keine Ahnung. Also quasi genauso, wenn du deine Hand nimmst und die dann in der Glocke tust, dann wird der auch anstatt weich, sondern hart, ne, der Penis. Also, oder Schwanz besser gesagt, ne. Ja, okay, ich merke schon,
langweilig, ich bin doof, ich kann nicht so. Nein, ist schon okay, so. Du hast dich schon richtig gemacht. Ich auf. Nee, ist okay, bleib doch mal dran, Ingo. Ja, klar, willst kein Problem. Sag dem Fritsche noch irgendwas. Ja, Fritsche, zu Ihnen habe ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen, groß. Heike Fenschen gesagt, hat der heute schon mal angerufen bei euch? Der klar, hat guckst du dich zu? Ne, Ingo wohnt doch außerhalb, also in, außerhalb? In Marzahn, da neben Lübeck. Der neben zweite Lübeck wohnt der, ja? Da ist ja noch, nee, du, nee, komm, lass, ist egal. Schönen Abend noch für dich, alle Gute und Leute, ihr müsst... Hey, klar, tschüss. Danke dir, tschüss. Genau. Wie handsam die hier sind immer, wa? Ja, unglaublich. Im Forum. Waaah! Ich finde es immer sehr gut, wenn sich Anrufer untereinander gegenseitig grüßen. Finde ich sehr, sehr gut. Könnt ihr immer gerne machen, ja? Also wenn ihr der Olga noch was sagen wollt, könnt ihr gerne anrufen. Ja, bitte? Ja, ich bin's wieder, Ronny, der erste Vorsitzende des Russen Alex Fan-Clubs. Ich wollte mal nur noch was sagen. Ronny, was trinkst du, was ist so? Alles auf meine Kosten. Ja, kennt ihr auch, ich kenne ja Ingo aus Marzahn hoch. Sehr gut. Schön. Der rennt hier immer rum auf Knieschultern. Sehr gut. Denn, ey, ich schwöre euch, Ingo ist eine richtige Vogelratte. Vogelratte? Ja, ich schwöre dir doch, das ist ein tibetanischer Teppichknüpfer. Sehr schön. Ich schwöre dich, komm mal nach Marzahn, Russen, Alex, wir feiern eine Party. Ich trinke den Wodka mit. Ich nehme nicht die Lusche mit, komm mal, Lene. Ey, ich hab ey, gestern... dich weg, pass mal auf, du. Ich bin hier der Chef, du bist hier mein Kabelträger. Also, was? Wenn du an ihn ran willst, musst du immer an mir vorbei, Ronny. Lass dir nicht erzählen, Ronny. Und ich bring den Wodka mit. Marzahner hier. Seit gestern wieder in meinem Besitz 8 Liter feinsten russischen Wodka. Was haben Sie denn mitgebracht von drüben, ja? Fantastisch. Eine ganze importiert, Wodka importiert, unfassbar. Ja. Aber seit heute früh nur noch 7 Liter. Ja, hallo, ich wollte was zu Ihnen aus Marzahn sagen. Sag mal. Ich finde, das ist eine Tatsache, seine Mutter arbeitet als Gestank auf dem Fischmarkt. Ja? Seine Mutter arbeitet als Gestank auf dem Fischmarkt. Kennst du nicht? Ich kann aus dem Maul kriegen und Max, das glaubst du eigentlich, wer du bist, du blödes Beckschwein. Du. Komm mit. Wer hat er was gegen dich gesagt? Hör doch mal zu, Alter. Was bist du denn mit deinem Kopf? Entschuldigung, ich hab dich nicht gehört. Der redet immer so undeutlich. Ich kann so nicht arbeiten. Entschuldigung, ja, es muss lauter sein hier. Also wiederhol das nochmal bitte, was du über Max gesagt hast. Ach, Scheiße. Ja, bitte. Ja, hi, hier ist nochmal Jonas. Hallo, Jonas, jetzt kannst du aufnehmen. Ich möchte wirklich euer Freund sein. Schön, Jonas. Ja, dann kann ich mal vorbeikommen. Und dann machen wir kleine lustige Fesselspiele, ja. Warte mal, ich will dich aufnehmen als Klingelton. Kleine Fesselspiele. Okay, wenn du mich aufnehmen willst, dann nimm das auf. So, warte mal, die Aufnahme läuft. Warte mal, Sekunde. So, jetzt läuft die Aufnahme. Jetzt kannst du sprechen. Ja, Alex! Alex macht immer Kaka! Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Nee, er muss noch was ruhiger sein. Das vielleicht... Ja, Alex macht immer Kaka! Sehr gut, sehr gut. Dankeschön, mein neuer Klingelton. Ja, geil. Ja, bitte. Thema ist gestorben und ihr könnt erzähl noch irgendwas. Erzählt Witze, wir haben noch 10 Minuten, wählt euch die Kinder. Hallo, ich wollte sagen, dass ich Türken sehr sympathisch finde. Wir auch. Ja, am sympathischsten mit Genickbruch. Ja, bitte? Ja, ich wollte mal hier eine kleine Story aus meinem Urlaub erzählen, ja? Ja, erzähl mal. Da war ich ja mit meinem Kumpel und der findet ja so Sport gucken bei Olympia und so ganz, ganz uninteressant, ja. Aber im Urlaub, ja, da hat er sich dann plötzlich am Strand beim Volleyballspielen für Sport angucken interessiert. Weil da waren nämlich lauter Miners und die musste er nämlich da ganz genau ablichten. Tschüss. Ich stell euch vor, da war ich gerade, ganz kurz, muss ich kurz eine Geschichte erzählen. Eine Sekunde bitte. Ja, da bin ich in Amerika, da Silvester, wir wollten da Silvester in Ruhe feiern, waren wir in Huntington Beach, da wo der Klinsmann da wohnt, da, wo er jetzt wieder wegziehen muss, um Bayern zu trainieren, oder vielleicht bleibt er auch da, man weiß es nicht genau. Nee, und da sind wir am Strand da, und da spielen die da Volleyball, da bin ich der Pumpermark, der Fleischmützen-Chefkoch und Ekel. Und da sind so ein paar nette, hübsche, gut aussehende... Zwölfjährige. Ja, das habe ich nicht gesehen, die Sonne hat geblendet. Ja, nein. So war die Sonne. Ich schwöre, euer Vorsitzender, ich wollte nur spielen. Du warst da gar nicht dabei, du warst ja, da wieder...